Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir diese verkürzte Anrede. Als Vorsitzende der Jury des Freiheitspreises darf auch ich Sie ganz herzlich hier begrüßen heute. Wie gesagt, zum fünften Mal nun vergeben wir hier den Freiheitspreis. Das ist ein freudiger Anlass, es ist ein Grund zum Feiern und ganz bestimmt nicht zum Klagen. Wobei, wenn man nicht Grund hätte, um die Freiheit zu fürchten, dann bedürfte es wohl auch kaum einer Auszeichnung für eine Persönlichkeit, die sich um die Freiheit verdient gemacht hat. Ökonomisch und mit einem kleinen Wortspiel ausgedrückt, wenn die Freiheit ein freies Gut wäre, dann hätte sie keinen Preis und dann bräuchte sie auch keinen Preis. Doch so stehen die Dinge nun einmal nicht und deshalb kann ich jetzt mal kurz nicht umhin, mit Ihnen meine Sorgen zu teilen. Wir durchleben in meiner Wahrnehmung eine ausgesprochen beklemmende Zeit. Uns wird derzeit mit erschreckender Schärfe demonstriert, wie voreilig es war, seinerzeit das Ende der Geschichte auszurufen. Frieden, Demokratie, Rechtsstaat und Markt haben offensichtlich ihren Siegeszug in die Welt nicht fortsetzen können. Schauen wir nach Russland, Herr Lindner hat es erwähnt. Selbst wer Putin nie ganz über den Weg getraut hat und das Gerede vom lupenreinen Demokraten doch etwas skeptisch gesehen hat, der staunt heute doch angesichts dieses so unverfroren verfolgten neuen Projekts Nova-Russia. Es wächst und gedeiht, geografisch gar nicht so weit von uns entfernt, das darunter, dahinter liegende Gemisch aus Nationalismus, autoritär-reaktionärer Gesellschaftspolitik und Gehirnwäsche über staatlich kontrollierte oder zumindest drangsalierte Medien. Was lehrt uns das? Es lehrt uns, dass unsere Hoffnung, die westlichen Werte seien derart attraktiv, dass sie sich über kurz oder lang überall gleichsam von selbst durchsetzen würden, naiv war. Friedliche Kooperation ist nur dann für alle das Beste, wenn alle diese Früchte der Kooperation tatsächlich ernten möchten. Aber wenn einer der Beteiligten wenig Interesse an diesen Früchten hat, dann wird die Sache heikel und sie wird gefährlich. Offenbar gar kein Interesse an Kooperation haben die Terrormilizen, die im Mittleren Osten seit einiger Zeit etwas Ungeheuerliches veranstalten. Wir sehen Terror, Genozid, Bestialität, Verachtung der Menschenrechte. Aggressives Mittelalter, möchte man sagen. Bloß mit den Mitteln von heute, mit faktischer Unterstützung durch die neuen sozialen Medien, durch die Netzwerke. Der Krieg, den Russland führt, mutet altmodisch und konventionell, ja geradezu vertraut an, gegenüber diesem neuartigen Krieg, in dem eine behäbige, staatlich verfasste westliche Welt als Opfer einem flexiblen, dezentralen Netzwerk von Aggressoren gegenübersteht. Ein Netzwerk, das in Failed States, in kollabierten, strukturlosen Gemeinwesen brutal zu Werke schreitet und mit seinem Terror auch uns und unsere Werte existenziell bedroht. Der Hobbesche Naturzustand ist zum Greifen nahe und wie wir alle wissen, ist dort das Leben nasty brutish in short. Man kann nur hoffen, dass unerwartete Allianzen der Abwehr entstehen, dass also beispielsweise die Regierungen in Washington, Berlin, Moskau und Teheran zu einer Kooperation finden, die sie sonst nicht einmal gesucht hätten. Und des Weiteren ist zu hoffen, dass wir einen Weg finden, uns nicht für das eine entscheiden zu müssen, für Freiheit oder Sicherheit. Wilhelm von Humboldt konnte das Verhältnis zwischen diesen beiden Werten am Ende des 18. Jahrhunderts noch wie folgt ausbalancieren. Er sagte, der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger und gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde notwendig ist. Zu keinem anderen Endzwecke beschränke er ihre Freiheit. Angesichts der aktuellen Bedrohung wird es uns freilich einiges an liberaler Kreativität abverlangen, zu verhindern, dass es notwendig wird, die Freiheit im Interesse der Sicherheit umfassend zu beschränken. Die Fragen, die es zu lösen gilt, sind schwierig. Aber wo alles so schwierig ist, da gibt es auch so viel zu gewinnen. Das sollte uns Ansporn sein.
Uns wird also bewusst mehr denn je, wie wertvoll, wie prekär auch unsere Freiheit ist und wie kostbar die in einem langen historischen Prozess errungenen Institutionen der Demokratie sind. In einer solchen politischen Großwetterlage tut es wohl, wenn man einem so kraftvollen, zupackenden, furchtlosen und hellsichtigen Menschen begegnet wie der Politikerin Helen Sille. Verschieben wir also unsere Aufmerksamkeit vom schrecklichen Osten in den Süden, genauer nach Südafrika, in das schöne Land, aus dem Helen Sille kommt. Sie möchten wir heute ehren für ihr langjähriges Engagement, getreu unserer Maßgabe, dass der Freiheitspreis dazu bestimmt ist, eine Persönlichkeit zu würdigen, die Impulse für die Entwicklung einer liberalen Gesellschaft gegeben hat und die damit zur Fortentwicklung freiheitlicher Ziele und Werte beiträgt. Südafrika hat den mühsamsten, härtesten, auch blutigsten Teil seines Weges zur Freiheit, zu der ja vorrangig die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz zählt, zum Glück hinter sich. Im Jahr 1990 begann endlich die Abschaffung der Apartheid und vor 20 Jahren fanden die ersten freien Wahlen statt. Seither ist in dem Land einiges geschehen. Die südafrikanische Gesellschaft macht einen gewaltigen Wandel durch. Vor einem solchen historischen Hintergrund Politik zu machen, heute, ist nicht gerade einfach. Unter ökonomischen Gesichtspunkten beispielsweise, ebenso wie nach dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, kann man sich beispielsweise schwer tun mit den gesetzlichen Quotenregelungen und den Anreizsystemen für Arbeitgeber im Sinne des Employment Equity Act und des Black Empowerment. Aber es gibt nun mal eine Menge gut zu machen an den Opfern der langjährigen Diskriminierung. Ein Großteil des staatlichen Sozialetats in Südafrika fließt in die Sozialhilfe und in die Sanierung von Slums. Das mag, so mögen liberale Ökonomen einwenden, einer gefährlichen Wohlfahrtsstaatsmentalität Vorschub leisten. Aber wie gesagt, es gibt nun einmal so viel gut zu machen. Vor diesem Hintergrund gilt es, mit viel Fingerspitzengefühl und Klugheit zu agieren. Fatal, ja tragisch ist es, dass das Thema Rassismus in Südafrika weiterhin präsent ist. Der Rassismus wird wohl erst dann ganz überwunden sein, wenn die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt. Und das lässt sich vielleicht nie ganz erreichen. Aber wenn Südafrika diesem Ziel zumindest ein kleines bisschen näher gekommen ist, so, oder noch näher kommt, dann wird das zu einem guten Teil das Verdienst von Helen Sille sein. Einer weißen Politikerin, die zu Apartheidszeiten für die Belange der Schwarzen gekämpft hat und es sich heute zum Ziel gesetzt hat, für demokratische Parteienvielfalt zu sorgen. Geboren in Johannesburg als Tochter deutscher Einwanderer mit jüdischen Vorfahren und, der Hinweis darf natürlich nicht fehlen, als Nachfahrin des Berliner Milieuzeichners, mit dem sie das Interesse und die Sorge um das Soziale verbindet, ist Helen Sille in einer politisierten Familie aufgewachsen. Ihre Eltern ertrugen es nicht, von einer unmenschlichen Diskriminationserfahrung in die nächste geraten zu sein, auch wenn sie persönlich das zweite Mal nicht auf der Schattenseite der Diskriminierung des Rassismus standen. Sie engagierten sich schon früh im politischen Kampf gegen die Apartheid. Die Tochter tat es ihnen als Aktivistin gleich, auch in durchaus konspirativer Weise. Als Journalistin hatte sie zudem in den 70er Jahren zusammen mit Kollegen aufgedeckt, dass der berühmte Bürgerrechtler Steve Biko im Gefängnis zu Tode gefoltert worden war. Nach dem Ende der Apartheid schloss sie sich bewusst nicht dem ANC an, der großen Partei der Schwarzen, wie Sie wissen, sondern blieb ihrer Partei treu, dem Vorgänger der Democratic Alliance, deren Vorsitzende sie seit 2007 ist. 2004 wurde sie Abgeordnete und 2006 gelang es ihr, die Vorherrschaft des ANC in Kapstadt zu brechen und Bürgermeisterin zu werden. Eine ziemlich preußische, auf Ordnung und Effizienz bedachte Bürgermeisterin. Im Mai 2009 gelang ihr der nächste Erfolg. Sie wurde Ministerpräsidentin der westlichen Kapprovinz. Helen Sille hat schon früh die Gefahr erkannt, dass der ANC, die Partei Nelson Mandelas, zu einer Art Einheitspartei werden könnte und zu viel Macht erringt. Power corrupts, um Lord Acton zu zitieren. Unermüdlich prangert Helen Sille die Korruption und Selbstbereicherung der politischen Eliten in Südafrika an.
Aber es gibt noch ein weiteres Problem, das sie klar erkannt hat. Wenn die Schwarzen in Südafrika den ANC wählen, weil der ANC aus historischen Gründen nun einmal die Partei der Schwarzen ist, dann rücken die Sachthemen in den Hintergrund. Dann ist über die Sachthemen keine richtige Auseinandersetzung mehr möglich. Helen Zille kämpft dagegen an, polyglott und mit harten Bandagen. Dass ausgerechnet sie für ihre Kritik an Präsident Jacob Zuma den Vorwurf des Rassismus erntet, das zeigt, wie notwendig genau dieser Kampf für politische Vielfalt ist. Der Wettbewerb ist das großartigste und genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte, hat Franz Böhm gesagt. In der politischen Sphäre ist es der Parteienwettbewerb. In diesem Sinne betont Helen Zille, dass es in der Demokratie darum geht, Macht zu begrenzen, nicht sie auszuweiten. Diese fundamentale Botschaft verdient es, in aller Welt gehört zu werden, auch und gerade dort, wo das Streben nach Macht derzeit die fürchterlichsten Folgen zeitigt. Verehrte Frau Zille, im Namen der Jury gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zum Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.